Recht herzlich willkommen zur 219. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben letztes Mal ja den Astronauten darüber gehört. Ich weiß gar nicht, wie er heißt jetzt. Ist er das? Umkreis Kerbin. Rescue. Tom Ford's Kapsel. Kerbin. Dann war's. Gut, dann sind wir da richtig, würde ich sagen. Wenn Tom Ford's Kapsel daneben ist, dann ist das bestimmt jetzt der Punkt, dass wir da die Jungs abholen müssen und wieder runterbringen müssen, ne? Ja, da sind alle drei drinne. Der Sprit ist auch noch so viel da. Ja, wenn wir jetzt einen Dockingport dran hätten, dann hätte ich gesagt, komm, lass uns mal rüberfliegen, vielleicht können wir da umtanken, ne? Aber das haben wir ja nicht. Ja, das ist jetzt dann nicht so. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir Gegenschub machen, ne? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Haben wir irgendwie keinen Saft hier? Electric Charge ist voll. Ah, da müssen wir ihn retten, da steht's ja. Haben wir noch was anderes möglich? Nee, ne? Nee. Da ist. Okay, das ist nach Dunein. Safe Default Kerbin. Und das ist aber bei Minmus, naja. So, wenn wir der jetzt mal gucken, hier sind noch 1066 drin, ne? 1606, nicht 1066. Da ist ja noch reichlich Sprit drin, ne? Das wäre ja so ein Ding, wo man sagen kann, da kommen wir dann auch noch weiter, ne? Okay, jetzt geht's komischerweise wieder. Retrograde, richten wir aus. Gucken uns das Ganze nochmal an. Und geben natürlich mal ein bisschen Schub. Gucken, dass es kleiner wird, ne? Ne, stopp mal. Wir müssen ja mal erstmal an der richtigen Stelle brennen, ne? Obwohl, hier wird es ja kleiner, ne? Obwohl es da größer wird, spielt auch keine Rolle, oder? Wir haben ja genug Saft noch dabei. Und 44 und alles ist klar, oder wie war das? So, na komm, noch ein bisschen. So, jetzt reicht's. So, jetzt biegen wir da ab, ne? Und dann geht's runter. Location Zoom 5DCB. Und wir sind schon aus dem Weltraum raus, oder wie sehe ich das? Tatsächlich. Sehen wir da irgendwo was? Ja. Das bedeutet. Das ist die Kapsel, das bedeutet, wir machen mal das wieder rein, damit die nicht kaputt gehen, weil die können wir noch behalten, ne? Da kann man noch was observieren, okay. Oh, da ist minimal drin, dann nehmen wir das doch mit. Wo ist denn jetzt hier der? Da ist er. Den nehmen wir auch noch mit. Wo ist jetzt der dritte? Da oben. Gut, das ist drinnen. Dann gucken wir hier natürlich noch mal rein. Oh, guck mal, da geht noch viel. Das ist schon mal cool. Close Doors. Alles gut. Thermometer oder Barometer. Lock Pressure Data. Da ist aber nichts zu holen. Und Thermometer, Thermometer da. Ist auch nichts zu holen. Gut. Das bedeutet, wir kommen jetzt zur Erde. Na, Erde ist gut, ne? Ist Kerbin. Das würde ich sagen, drehen wir das Ganze um. Und da wird schon was warm, oder wie?
Retrograde. Ja, und dann können wir schon mal das loswerden. Und drehen das dann doch so wieder rum, weil ich dachte, wir fliegen andersrum, aber ist wohl nicht so. So, dann gucken wir nochmal. Ich würde jetzt gerne gerade gucken, dass ich hier das Thermometer nochmal anpacke. Nee, bringt auch nichts. Habe ich jetzt gedacht, ist aber nicht so. Okay, so rum ist besser, ne? Das Hitzeschild nach hinten. Geht runter die Temperatur, ich glaube ja, ne? Da hatten wir schon was eingestellt. Hier können wir noch was machen. Ne, der hatte auch schon was mitgenommen. Okay, dann bringt das auch nichts. Wo ist das Thermometer nochmal? Ne, will er nicht. Manuelle Steuerung ist vielleicht besser, ne? Die ist wie nämlich verdammt heiß da. Jetzt geht's weg. Habe ich jetzt noch hier die Chance, das Barometer zu finden? Da ist es. Kriege ich aber auch nichts mehr. Okay, dann ist das so. So, 45.000, ne? Alles ist gut. Die Jungs sind alle glücklich. Kriegen wir alle soweit hin. Schirme sind genug dran, ne? Ne, den können wir nicht, den hatten wir ja schon betankt. Nochmal gucken, nix. Da waren Daten drinne. Ja. Da ist es. Nee, ändert nichts. Lassen wir so. Läuft, ne? Können wir nochmal, wenn wir unten sind, testen, oder? 42.000. Geht, ne? Können wir Licht anmachen, sieht man das? Ja, tatsächlich, das ist ziemlich hell jetzt drin, ne? Nee. Da gibt's nix, was wir noch holen können. Ah, jetzt können wir hier alles auf einmal checken. Passende Lage erwischt, ne? Ja, 39.000. In der oberen Atmosphäre tauchen wir jetzt, glaube ich, ungefähr ein, ne? Geschwindigkeit nimmt wieder zu. Sehr interessant. Ja. Sieht schon krass aus, ne? Haben sie schon gut gemacht, muss man sagen. Geht nix. Knock Pressure, geht nix. Da hatten wir schon was drin. So. Ja, weiter Weg noch, ne? Aber wird schneller. Gehen wir da durch? Nee, ne? Nein, wir kommen schon runter, ne? Ja. Weil der immer schneller wird, ne? Aber es ist in Richtung Oberfläche. Aber jetzt nimmt, glaube ich, die Geschwindigkeit ab, oder? Vom Geräusch her auf jeden Fall, ne? Ja, er fliegt nur schneller, aber vom Geräusch her wird's weniger. Ach so, ja. Jetzt werden wir auch vom Target her gesehen, nur jetzt natürlich zur Oberfläche die Geschwindigkeit, alles klar. Das war's, ne? Nochmal Temperatur messen, geht nix. Druck.
Temperature wollen wir nicht, wir wollten jetzt Druck. Ist auch nichts mehr. Okay, dann bleibt das so. So, schlaft mal eine Runde. 18.000 Meter. Flying low. Okay. Nochmal checken. Nö. Wir kommen im Dunkeln runter. Da unten gibt es auch irgendwie Wasser vielleicht. Hier könnte eine Küstenlinie sein. Okay. Das wird sogar noch nicht mal kaputt gehen. 7000. 200. Okay. Mal checken. Aber wir kommen über Wasser rüber. Ja, da sieht man die Küstenlinie, ist vielleicht gar nicht mal so weit weg von der Basis, ne? Kann das sein? 2500 haben wir gleich. Dann schmeißen wir mal die Schirme raus. Und dann werden wir noch langsamer. Toggle Display? Ne, Lock Temperature. Okay, da ist der Schirm auch aufgegangen. Bei 700 Meter schon, waren die nicht bei 500 nochmal auf? Naja. Luftdruck tut sich nichts. Ja, hier waren wir Daten drin, ne? Ja, das lassen wir auch so. Gut, ich mach mal ein bisschen schneller. Dass wir die hunderte von Metern da runterkommen, ne? So, noch 400 Meter. Fünfzig, fünfundzwanzig gleich. Ich habe mal langsam gemacht, ne? Wollen ja gucken, dass es klappt. So, da ist er gewassert. So, gibt's hier noch im Wasser was? Nein. Wassertemperatur, können wir die messen? Nein. Gut, dann recover. Haben wir geschafft. Minimale Messwerte haben wir. Zirp, zirp. Also 4,9 Science von der oberen Atmosphäre haben wir geholt. Und Recover of a Vessel. Data 1,0. Okay, dann haben wir Daten noch gesammelt. Alles klar. Das ist das, was er an Geld wieder gekriegt haben. Und die drei Jungs haben auch was. Advanced to Level 1. Okay, der ist aufgestiegen. No XP, 2 XP. Tom, na, der war ja auch im Weltall da. Gut, dann haben wir das geschafft, ne? Können wir mal gerade hier reingucken. Available. The Minmus for Relay and Annoying Science Data from Surface of Minmus. Ferry 3 Tourists Safety to their Destination. Rescue Junggard from Orbit of Minmus. Ja, da müsste man überlegen, was man da macht. Aber wir haben ja noch ein paar Aktive, ne? Explore Luna ist da schon unterwegs. Build a new Orbital Station around Minmus. Da sind wir nicht so weit. Opposition Satellite located in an adjusted orbit of Kerbin. Das sollten wir mal machen, ne?
positions in a specified orbit of Duna, ja, rescue Buzzfeed from orbit of Minmus, rescue Dayford from orbit of Minmus, oh, da können wir gleich zwei holen. Das sollten wir dann mal überlegen, ne? Und das ging ja nicht. Also dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt vielleicht um Minmus kümmern in der nächsten Runde. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Diese ist ja schon lang genug. Ja, da bedanke ich mich doch erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Abo habt ihr bestimmt schon. Wenn nicht, dann macht das doch mal gerade eben. Kostet ja nichts. Und nächster Schritt wäre dann, einen Daumen hoch zu geben, falls euch die Folge gefallen hat. Und wenn das noch ist, dann könntet ihr ja noch die Glocke aktivieren, indem ihr dann wisst, wann die nächste Folge kommt. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.